So. Leute. Leute von heute. Ich begrüße euch an dieser Stelle mit der Schlacht um Lordaeron. Diesmal aus der Sicht von meinem Jäger. Ich dachte mir, ich variiere mal so ein bisschen. Man muss ja nicht immer dasselbe spielen. Ist ja immer mein Motto, man muss ja nicht immer dasselbe machen, ne? Jedenfalls, ja, heute kriegt der Don. Ich habe gerade eben nochmal die Quest eben mit dem Jäger gemacht hier. Kriegt der Don. Habe ich gerade eben nochmal fertig gemacht mit dem, weil der hatte das noch nicht durchgemacht. Wofür soll ich das so oft durchmachen? Das ist ja Blödsinn. So, auf jeden Fall hier vorne ist dann König Anduin. Gehen wir mal die Quest nochmal eben ab. Wir kennen das bereits. Und dann dürften wir jetzt eigentlich die Quest kriegen, um die Schlacht um Lordaeron spielen zu dürfen. Doch dieser Traum kann niemals wirklich sein. Hoffe ich zumindest. Solange Sylvanas die Horde anführt, sie glaubt, diese Untat breche unseren Geist und unsere Einheit. Aber ich schwöre. Oh, wie, guck mal, wie brav mein Terrorhorn da steht. Die Herrschaft der Banshee-Königin wird ein Ende finden. Ja, wissen wir doch. Und wir machen so. Was ist jetzt Champions der Allianz. Die Zeit ist reif, das zurückzuerobern, was uns rechtmäßig zusteht. Unser finaler Angriff auf Burg Lordaeron beginnt bei Tagesanbruch. Die Horde und ihr Kriegshäuptling müssen für ihre Verbrechen bezahlen. Kriegen wir hin. Wir kriegen dafür sogar eine 180er Waffe, aber die brauchen wir nicht, wir haben ja eine 214, haben wir ja gerade tragen. Trefft euch mit Master Matthias Shaw im Hafen von Stormwind. Alles klar, gehen wir nochmal rein, ne? Ich bin ja mega gespannt auf die, auf das Cinematic. Da warte ich schon ewig drauf, weil ich bin so gespannt auf, was da passieren wird. Und ich mache mir auf jeden Fall mal einen kleinen Tacken lauter hier. Dialog ist ja eher auf Maximum. Denn ich will auf jeden Fall jetzt heute mal richtig zuhören, was alles gesagt wird. Ich habe das in der Beta mehrmals gespielt. Und wenn ich mehrmals meine, meine ich mindestens 20 Mal. Das ist kein Witz. Das wirklich mehrfach gespielt, weil ich habe sehr früh mit der Beta begonnen und ich habe das immer wieder spielen müssen, weil du musstest das spielen, wenn du einen neuen Charakter machen musstest, musstest du es immer wieder spielen, weil es gab diese Option nicht, ich möchte es überspringen, das gab es damals noch nicht und das wurde ja so oft auch zurückgesetzt, diese Charaktere, oder du musstest so oft neuen anfangen, boah, das hat so genervt, so jedenfalls, aber wir müssen ja hier drüben, man, stimmt ja, so, da geht es nämlich von hier aus nämlich los. So, was haben wir hier? Wir nehmen mal den Langbogen einfach. Wir kriegen eh beides als Transmog, scheißegal. Beende die Schlacht um Lordaeron. Nehmen wir an. Danke, dass ihr euch so rasch eingefunden habt. Ihr werdet gemeinsam mit der dritten Flotte aufbrechen. Sprecht mit Kapitänin Angelika, sobald ihr bereit seid, den See zu stechen. Captain Angelika, ich bin bereit, nach Lordaeron zu segeln. Dann werden wir in ein Szenario eingetragen, in eine Warteliste, die dann hoffentlich relativ schnell geöffnet wird. Hoffe es zumindest an dieser Stelle. Da sind wir schon drin. Und los geht's. Boah, Alter, wir haben ganz Raid voll. Wahnsinn. Ja, da sind wir dann. Schlacht um Lordaeron beginnt. Ich kenne das alles schon ewig oft gespielt. Und ich bin völlig überrascht, dass wir hier 20 Leute sind. Wahnsinn. Weil in der Beta hat es keine mehr gespielt. Die Leute hatten einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß. Deshalb bin ich jetzt umso mehr gespannt. Gucken wir mal, von was sind denn hier die ganzen Server? Antonidas, Manaroth, der Mithril-Orden. Also es ist wirklich bunt gemixt. Keiner wirklich von einem Nachbarserver direkt. So, also habe ich mich mit dem gar nicht drin. Pass mal auf, ich mache mal gerade kurz was, denn krasse Farben, wenn ich mal sehe, was ich so ein Klasse habe. Ich bin der letzte Jäger. Ah, sehr Brüder schön zu sehen. Und Schwestern der Allianz. Hört meine Worte. Der feige Angriff der Horde auf Teldrassil hat uns in den Krieg gestürzt und zeigt uns, was wirklich auf dem Spiel steht. Ihr Kriegshäuptling wollte nicht einfach eine Stadt einnehmen. Sie wollte unsere Lebensweise zerstören und jegliche Hoffnung für kommende Generationen. Um unsere Zukunft zu sichern, muss die Banshee-Königin gerichtet werden. Ihre dunkle Herrschaft endet heute. Gemeinsam treiben wir ihren verderbten Kadaver aus diesem Land und lassen unsere Banner aufs Neue über Lordaeron wehen. Kämpft gemeinsam! Okay, ich muss natürlich mit einem Allianz-Bounty hier antreten. Geht nicht anders. Yeah! Mit meinem Bötchen! Soldaten! Ich helfe auch! Schieß das Tor jetzt auf!
Bumm, bumm. Ha, sie ist ja bloß geschossen. Ist das nicht geil? Alles klar, los geht's in die Schlacht, aber... Ah nein, da kommt der riesengroße Dingens, Roboter. Alles klar. Los geht's, Drupter Mensch, was ist los? Dann halt mal hier alles an, Volle Möhre drauf auf den Typen. Gib mal hier Vollstoff, Leute. Oh, der Mage macht verdammt gut Schaden, ey. Leck mir am Arsch. Guter Dingens. Lass mich die unterkriegen. Fünfter am Schaden. So, alles klar. Sehr gut. So, dann helfen wir da vorne mal. Wir müssen nämlich hier die kleine Dingens befreien. Der kleinen Gnomen hier müssen wir helfen. Oh, wir haben sogar ein Bärchentank dabei. Sehr gut. Pass mal auf. Agro-Umleitung! Auf den Bär! Voll assi. Ah ja, der Bär hält das schon aus. Der wird das schon hinkriegen, der Bär. Der ist tot. Ah, es geht doch... Ey, Alter, wie schnell das hier geht. Ey, verdammt noch eins. Das geht so schnell mit 20 Leuten. Ich habe das nämlich immer spielen müssen mit maximal 4 bis 5 Leuten, weil keiner mehr das gespielt hat, das Szenario. Das ist so krass gewesen. Es ist wirklich heftig, wie geil das ist, wenn du es mit mehreren Leuten spielst. Kommt also richtig Feeling auf, muss ich echt mal gerade sagen. Den dann noch killen, den Tauren, der wird noch sterben müssen, genau. Komm, ich gehe mal aufs Damage-Pad, das ist ja Blödsinn hier. Ich gehe mal aufs Damage-Pad. Immer neue Tiere gezähmt, deshalb habe ich jetzt ein bisschen beschissene Tiere dabei. In dem Fall irgendein Raptor habe ich mir jetzt mal gezähmt hier. Ich würde gerne meine richtigen, schönen Pets zeigen, aber ich bin jetzt leider wirklich nur die dabei. Machen wir mal Dingens aus. Oh, ein Raptor hat Ruf des Meisters. Cool, wusste ich gar nicht. Das ist so cool, diese Kampfstellen, die sie da steht, ne? Yeah. Ja, dann mal Vollstoff da, aber. Volle Möhre! Drauf da! Also die Azerit-Kriegsmaschine, die hat halt richtig Power. Ich meine, da oben steht ja sogar Azerit-Kriegsmaschine. Alter, ich habe unten mein... Sorry, dass das unten so ein bisschen... Das muss ich mal so gerade machen. Jetzt haben wir ja da unten den Tooltip. Muss man, glaube ich, meine Leiste noch mal ein bisschen überarbeiten hier mit dem Charakter. Er ist nicht perfekt eingestellt, merke ich gerade. Ja, Mann. Ich bin so gespannt auf diese Cinematics, ne? Auf die Videos. Bin ich so hart gespannt drauf. Wirklich. Allein das am Ende, das Video. Boah, ich bin so gespannt auf das Video. Ihr werdet auf jeden Fall gleich Live-React auf mir direkt dazu sehen von mir. Jetzt kommt ja schon der erste Cinematic. Ah, ne, stimmt. Quatsch, was erzähl ich? Das haben sie nur später eingeführt gehabt. Stimmt, ja. Weil das gab es anfangs nämlich auch nicht. Als ich das erste Mal gespielt habe, gab es nicht mal diese Zwischensequenz. Die gab es gar nicht. Die mussten sie erst später einführen. Lass sie auf ihre Armeen niederregnen. Es muss einen anderen Weg geben. Wir haben keine Zeit für Skrupel, Hochfürst. Krieg erfordert nun mal direktere Methoden. Du Funz, einfach nur assi, die Alte. Jetzt killt ihre eigenen Leute. Ihr killt ihre eigenen Leute jetzt. Wie assi ist das eigentlich? Das ist so eine Bitch, ey. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Sie tötet ihre eigenen Truppen. Na, und belebt sie dadurch jetzt wieder. Vernichtet sie! Ich will sie nicht gleich tot, wenn ich spawne. Ja. Hat alle ihre Leute getötet, um die Skelette wieder zu beleben, damit wir jetzt so einen Skelettregen hier kriegen. Warte, ich muss Anduin markieren, weil das ist immer recht gut, wenn du Anduin markierst. Wo ist er? Da, ich markiere den mal. Au, oh, guck mal, haben sie rausgenommen. Du kannst ihn nicht mehr markieren. Ach, die Schweine. Das konntest du, oder? Das kann halt nur der Chef hier machen. Ah, das ist aber schade. Weil ich habe den immer markiert, weil es ist immer relativ gut zu sehen, wenn du dem irgendwie
Diamanten auf den Schädel setzt, damit du den immer unter der ganzen Seuche hier findest. Weil das ist manchmal recht schwer zu sehen. Aber boah, Alter, schon 29%. What the fuck? Schnell das geht, das ist der Hammer, ey. Du kannst den echt nicht markieren, ne? Wahrscheinlich nur als Chef oder halt als Dingens natürlich, als Helfer. Logischerweise. Also müsste ich Assi kriegen. Habe ich einen Assi? Ich habe keinen Assi, ne? Ne, nur der Krieger hat Assi. Was ist so geil, mit 20 Leuten zu spielen? Das ist so krass. Das ist 10.000 mal besser. Und vor allem, wie schnell das geht von den Prozenten her. Das hat echt lange gedauert. Ey, das Szenario zu spielen mit 4 Leuten, das hat richtig lange gedauert. Das hat wirklich lange gedauert. Das ist Wahnsinn. Aber jetzt geht das. Das geht so fix hier. Bin mal gespannt, wie lange wir gleich für den Vorhof brauchen. Echt mal gespannt, wie lange wir gleich für den Vorhof brauchen werden. Ein Heiler wäre nicht schlecht, ne? Ich freue mich schon, wenn ich da hier mit dem Heiler reingehe. Habe ich bestimmt gut was zu tun. Gucken, haben wir hier echt keinen Heiler? Ah, Moment! Erster Cinemat hier kommt. Ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Oh, cool. Die Seuche hat unsere Reihen zerschlagen. Unser Angriff war völlig umsonst. Stimmt nicht. Was jetzt? Das Gina mit dem Schiff. Ach krass, deswegen hat sie das Schiff geholt. Oh, nice! Allianz! Vorwärts! Jaina! Die Mauer! Das hier endet. Jetzt. Boah, richtig cool gemacht. Alter, das ist ja voll geil. Leck mich am Arsch. Boah, dafür hat es gelohnt zu warten für den Cinematic. Der war ja wohl mal mega. Alter, oh, der ist gestorben. Cereburius ist gestorben. Verdammt aber auch. Aber das ist ein Verlust, den wir natürlich gewillt bin einzugehen. Natürlich, ne, also. Aber Alter, wie awesome war mal dieser Cinematic gerade, wie die mit dem verfickten Schiff da ankommt. Und jetzt ist das Schiff auch da am Stehen. Das war nämlich vorher nicht da am Stehen. Diese Wichser bei Blizzard, ihr Säcke. Boah, cool gemacht. Sorry, dass ich das Gequatsche von denen über Tünche. Ihr könnt es ja unten nicht nachlesen, fällt mir gerade ein. Moment. Ich hol's mal gerade raus, damit ihr es nachlesen könnt. Hier. Lest mal gerade nach, drückt mal eben Stopp. Ich scroll mal gerade nach unten. So, jetzt tue ich ihn wieder weg, weil ich mache den Chat immer wirklich hier weg. Oh nein, ich habe vergessen, dass ich da darunter rüberfliege. Moment, wieder fixieren. Zack. So, guck, wie schnell wir jetzt hier durch den Park hier durch sind. Das dürfte relativ fix eigentlich gehen. Ah, sehr gut, das ist nicht mehr so extrem. Das war auch gut, dass sie das geändert haben. Das war wirklich zu extrem. Du bist nämlich früher, wenn er den Wind gemacht hat, bist du wirklich... Du hast keine Chance, du konntest nicht gegen anlaufen. Du bist wirklich weggeflogen. Und das ist gut, dass sie das geändert haben, dass es nicht mehr so extrem ist. Aber Alter, wie awesome dieser Cinematic gerade war. Boah, ist das cool gewesen, ey. Wie sie da das Schiff gedreht hat. So, oh, mit der Macht, Junge, Alter. Richtig Jedi-mäßig hat sie das da gedreht und hat dann da mit den Kanonen geschossen. Boah, richtig geil, Alter. Richtig nice. Ey, das war richtig, richtig geil, das Ding. Richtig cool gemacht. Boah, ich muss weg. Danke sehr. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der nicht fliegen wird. Ah, der platt hier den Penner. Und ich bin echt auf den Cinematic jetzt gleich gespannt. In der Burg. Wenn wir nämlich gleich einen besagten Feind besiegt haben, kommt nämlich noch ein Cinematic. Auf den bin ich sehr gespannt.
Weil das ist echt ein... Oh, ich kann ja schießen, habe ich auch ganz vergessen, wenn ich oben bin. Weil das ist echt noch... Also da habe ich echt... Da warte ich echt schon lange drauf. Weil ich will wissen, was da passiert. Ausgezeichnete Arbeit. Lasst uns weiter vor. Ich bin bereit. Stoppen. Aber wie schön das echt ist, mit mehreren das hier zu spielen. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Gefällt mir echt gut, Jetzt seid ihr in der Unterzahl. Geh schon mal nach links. Diese Armee ist ich weiß ja, was riesig. Passiert. Gebt nur den Befehl, dann bringe ich uns in Sicherheit. Wenn wir jetzt flüchten, werden wir zur Beute. Nein, wir kämpfen und sterben, wenn es sein muss, für unsere Überzeugungen. Eure Guck mal, ich glaube, keiner weiß das von denen. Kann das sein? König Anduin. Ich weiß was ihr nicht wisst. Sieg den Verlassenen. Allianz, haltet Stand. Dankeschön. Ihr brauchtet Unterstützung, König Vryn. Alleria, dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Ich komme immer genau rechtzeitig, Eure Majestät. Vollstoff! Seid ihr kampfbereit? Selbstverständlich! Und ich habe zu verstehen. Ja, das wusste keiner scheinbar, außer mir. Dreht ruhig eine Runde. Jaina, Gen, helft mir gegen Pestrufer und Lortimer. Alleria? Nehmt den Rest unserer Truppen und schlagt den Feind in die Flucht. Dieser Schamane ist nicht Champions, wirklich gut, habe ich das Gefühl. Mir. Er ist schon wieder gestorben. Meine Maschinen warten auf euren Zeit. Befehl. Seht nur, wer sich die Ehre gibt. Wow. Baby, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ich bin ja fast draufgegangen hier. Ich versichere euch, Maschine darf nicht draufgehen, weil das ist nämlich ziemlich Freude gut hier, die Leute wegzurotzen. Die leeren Elfen, diese Verräter müssen bestraft werden. Diese Verräter, wer ist denn hier der Verräter, hä? Dreckiger Blutelf, wer ist denn hier der erste Verräter gewesen? Weißt du, die Untoten, wisst ihr, wie sie die Blutelfen ermordet haben, gekillt und geschlachtet haben und jetzt sind die Blutelfen auf Hordenseite, so ein Blödsinn. Guckt mal die Lore durch, Leute. Ihr seid die allerersten Verräter von allen. Das ist von so einem dreckigen Blutelfen, hörst du dir das an, weißt du? Verräter. Ich hasse, aber was sagt er? Ist kein Witz, liest's nach. Ist echt. Bane! Ruft sie zurück! Die Rüstung von den. Rückzug! Die Rüstung von den Wachen sieht so cool aus. Gut gemacht, ey. Weil wie Jean aussieht, Jean sieht richtig cool aus. Auf jeden Fall. Haben sie gut hingekriegt. Nein, sie dürfen nicht entkommen. Ja, Tsunade. Ich höre da immer Tsunade raus. Tut mir leid, aus Naruto. Ich höre die da immer raus. Da kannst du machen, was du willst. Ich höre die da immer raus, ey. Man muss einfach hier stehen bleiben. Hier kommen gleich die Flugmaschinen. Oh, Entschuldigung, ich hab's weggeklickt. Tut mir leid. Er hat gefragt, können uns eure Flugmaschinen rüberfliegen? Hat er gesagt, ja, na klar, die gehören euch. Und habt sie uns quasi gegeben dann. Finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich habe das nämlich schon x-mal gespielt. Bin ich eigentlich gut zu sehen? Ja, ich bin gut zu sehen. Der Ton ist auch gut, ne? Sehr gut. So. Jetzt kommt's. Der Kampf gegen Sorfang. Es wäre nicht ehrenhaft, euch zu töten. Euer Vater war ein ehrenhafter Mann, Junge. So, ich tippe. Nichts von Ehre. Ich werde mich. Zwei Tote wird's geben. Jeden Moment meines Lebens kämpfe ich für mein Volk. Ja, zwei Tote wird's geben. Haben wir dasselbe für die Horde zu tun? Mein Leben für die Horde. Ah, danke. Ich wollte gerade gucken, ob ich Trommeln habe. Hätte leider auch, glaube ich, keine gehabt. Na, komm schon, enttäusch mich nicht. Lass mich doch bitte recht behalten. Ah nein, warte mal, der macht ja seinen Dreher gar nicht mehr.
Das ist ja gar nicht mehr so stark. Da wird doch keiner sterben. Sorry. Nein, da macht sein Dreher gar nicht mehr. Der hat früh. Okay, ich bin. Ich bin so gespannt auf das Cinematic, was jetzt kommt. Wenn ich zurückkehre, sprechen wir über Ehre und wie sie wiederhergestellt wird. Ich muss lauter machen jetzt. Ich muss jetzt unbedingt lauter machen. Ich will wissen, was jetzt kommt. Ich bin so gespannt drauf. Ich muss mal wir haben mal lauter es geschafft. Sylvanas wird endlich für ihre Verbrechen büßen. Champions, kommt mit mir. Ich bin jetzt so gespannt. Boah, bitte lass es was richtig, richtig Geiles sein. Mindestens genauso geil wie das erste Cinematic jetzt gerade. Spielt Soldat? Unser König hat eure Armee ausradiert. Zügelt den Köter, eure Majestät. Sylvanas Windläufer, ihr seid mit der Horde auf einem Pfad ohne Ehre. Lordaeron gehört uns. Es ist vorbei. Euer Vater wäre so stolz. Ist das seins? Es ist ganz blutig geworden. Es war nicht ich, der diesen Krieg wollte. Wenn es euch passt, brüllt ihr Frieden, kleiner Löwe. Aber ihr habt schnell Blut geleckt. Hätte ich dich nur getötet, beim letzten Mal. Wie rüde, Schwester. Du bist zu Gast in meinem Heim. Euer Heim? Ihr besudelt den Thron mit eurem Gift! Genug! Ihr seid verantwortlich für Teldrassil. Aber ich für all die Verbrannten. Ich werde diesen Fehler nicht wiederholen. Beugt euch. Oder sterbt. Ihr gewinnt gar nichts. Fotze. Boah, diese miese Schlampe, ne? Boah, leck mich am Arsch. Diese kleine miese Schlampe. Boah, und ich dachte jetzt wirklich, die gibt auf, ne? Aber klar, logisch, dass sie nicht aufgibt. Logisch. Das war ganz schön geil. Auf jeden Fall. Boah, mega mäßig. Ey, wirklich, richtig geil. Ey, darauf hat sich das Warten wirklich gelohnt. Auf die zwei Cinematics. Soldat. Ah, Halford Würmbahn. Hallo, mein Guter. Wir werden uns im nächsten Jahr dann ein paar öfter mal sehen. Möge das Licht mit euch sein. Was habt ihr für eine Stimme, für eine Tiefe? Leck mir am Arsch.
Ja, geil, 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 geil. Auf jeden Fall. War richtig, richtig cool gemacht. Also die Cinematics waren richtig geil. Vor allem, also ich fand den ersten Cinematic noch besser wie den zweiten. Persönlich, weil das kam einfach überraschend, was jetzt da ist, um halt da durchzukommen, um in die Stadt zu kommen. Das war richtig cool gemacht. Und der zweite Cinematic, der war ein bisschen schwächer meiner Meinung nach, aber auch sehr, sehr geil. Weil, ne, du denkst halt, boah, diese miese Funster, sitzt sie da so kackendreist einfach auf dem Thron, sitzt sie so richtig kackendreist einfach da und hält die so quasi hin. Und dann ja halt, ne, Nathanos Pestrufer und sowas und mit den ganzen anderen hat natürlich dann die ganze Seuche da freigelassen und sind dann natürlich abgehauen, ne. Dann hat sie halt ihre Benji-Königin-Scheiß-Zeug da gemacht und ist abgehauen. Ja, 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 boah, echt nice. Ja, ich würde sagen, das war's dann, Leute. Das war die Schlacht um Lordaeron. Ging jetzt relativ fix, nicht mal eine halbe Stunde, würde ich sagen, war das Ganze. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat Spaß. Ich werde mir auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall versuchen, dass ich auf jeden Fall noch mehr vom WoW dann bald zeigen werde, wenn das dann draußen ist, und würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch eine Bewertung bitte da. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, und das Video könnt ihr natürlich auch jederzeit teilen, wenn ihr Bock habt. Und ja, vergesst natürlich auch nicht, die Glocke anzumachen, denn damit ihr kein Video mehr verpasst hier, was auf dem Kanal rauskommt, denn es werden bestimmt noch einige WoW-Videos rauskommen auf dem Kanal. Und ja, würde dann sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video von WoW. Macht's gut, bis dann dann. Ciao.